So Leute, heute in diesem Video soll es hier mal wieder um eine weitere Winterfestaufgabe gehen. Und zwar müsst ihr heute frostige Beute öffnen. Was damit ganz genau gemeint ist, werde ich dir jetzt ganz genau zeigen. Lasst ein Like da, lasst aber auch gerne ein Abo da. Falls ihr neu da seid, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Ich bin jetzt hier schon mal in einer runden Gruppenkeile. Ich kann euch eh nur die Gruppenkeile empfehlen. Falls ihr hier diese Aufgabe sehr schnell gelöst haben möchtet, kommt ihr einfach ganz genau hier zu diesem Ort. Den markiere ich euch mal ganz kurz auf der Karte. Ganz genau hier befindet sich der Ort, an dem ihr am besten herkommt, denn hier landet so gut wie niemand. Und hier seht ihr auch schon die Frostbeute. Das Ganze müsst ihr einmal öffnen. Das dauert mega lange. Wir öffnen das jetzt mal ganz kurz. Das hat irgendwie ja genau 3.500 Leben. Keine Ahnung, warum wir jetzt 100er Schaden machen. Haben die das jetzt hochgemacht? Weil normalerweise machen wir 50er Schaden, oder? Oder täuscht es mich? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, ob ich mich jetzt hier gerade irre oder ob ich... Naja, ist ja eigentlich egal. Wir öffnen das Ganze jetzt hier mal. Und so funktioniert auf jeden Fall die Aufgabe von heute. Hier gibt es auch mehrere davon. Also ihr könnt dann auch hier den nächsten aufmachen. Ist dann auch ganz easy. Gibt es hier noch irgendwelche? Ne, okay, das sind die zwei einzigen, die hier spawnen. Und ja, ich zeige euch den Ort nochmal ganz kurz auf der Karte. Wie gesagt, ganz genau hier, denn hier ist jetzt alles voller Schnee, dann sieht man immer den Ort nicht so gut. Aber hier bei Lazy Lake und hier in der Mitte zwischen, ja, Lazy Lake und der Mitte einfach landen. Ganz genau hier nochmal auf der Karte. Und dann würde ich sagen, das war's mit einem kurzen Video.